Hallo und herzlich willkommen zu ASG Erklärt's. Mein Name ist Melanie, ich bin Teil des ASG-Teams und falls du Interesse am Personal Trainer hast, dann gebe ich dir heute einen Einblick, wie dein Arbeitsalltag aussehen wird und was auf dich zukommt. Als erstes ist es natürlich wichtig, dass man ein fundiertes und umfangreiches Wissen im Bereich Ernährung und Training mitbringt. Zum anderen spielt die soziale Komponente eine große Rolle. Du solltest dich in deinen Kunden hineinversetzen können, ihn motivieren können und genau wissen, wie du seine Painpoints ansprichst, damit er seine Ziele erreicht. Zum Schluss ist natürlich ein Personal Trainer auch ein Vorbild, also solltest du selbst ziemlich sportlich unterwegs sein. Der Vorteil, als Personal Trainer im Fitnessstudio tätig zu sein, ist natürlich, dass man kein finanzielles und kein unternehmerisches Risiko trägt. Man erhält wie andere Arbeitnehmer ein festes Gehalt und hat Urlaubsanspruch, was natürlich von Vorteil ist. Als selbstständiger Personal Trainer hast du natürlich den Vorteil, dass du flexible Arbeitszeiten hast. Du kannst dir deine Kunden selbst aussuchen und du kannst deine Dienstleistung freigestalten. Der Nachteil ist, dass du natürlich ein unternehmerisches Risiko hast. Du musst die Kosten für Versicherungen bedenken, du brauchst Räumlichkeiten, in denen du Trainings abhalten kannst und natürlich musst du alle Geräte selbst kaufen, was in einem Fitnessstudio jetzt nicht der Fall ist. Also deswegen musst du selbst abwägen, was für dich von Vorteil ist und was du eher möchtest. Ein mobiler Personal Trainer passt nicht nur die Trainingsmethoden auf seine Kunden an, sondern auch den Trainingsort. Es gibt viele Kunden, die vielleicht nicht die Zeit haben, in ein Fitnessstudio zu gehen oder sich auch dort nicht so wohl fühlen. Ein mobiler Personal Trainer kommt zum Beispiel an den Ort, den sich der Kunde wünscht, auch wenn es das eigene Wohnzimmer ist. Und deswegen kann man da nochmal einen ganz anderen Kundenstamm aufbauen. Das Besondere am Personal Trainer ist ganz einfach nicht nur für den Trainer, dass er sehr flexibel ist, sondern das Stichwort Individualität. Ein Personal Trainer geht individuell auf die Bedürfnisse seiner Kunden ein. Sie definieren ein individuelles Trainingsziel und darauf arbeiten sie mit individuellen Trainingsplänen hin. Und nicht nur das, ein Personal Trainer kann auch noch mehr Einkommen generieren, indem er Zusatzleistungen wie zum Beispiel Faszientraining, kinesiologisches Taping oder Ernährungsberatungen anbietet. Tipps, um als Personal Trainer erfolgreich zu sein, sind zum einen, wie ich am Anfang vom Video genannt habe, ein umfangreiches Fachwissen mitzubringen. Ein anderer Punkt ist die soziale Komponente. Zu einem Personal Trainer sollte man gerne gehen. Das heißt, der Trainer sollte seinen Kunden fordern, aber nicht überfordern und individuelle Trainingsziele festlegen, die der Kunde auch erreichen kann und wodurch er dann auch motiviert ist. Ein weiterer Punkt wäre, mehrere Leistungen anzubieten, wie zum Beispiel Ernährungsberatungen, kinesiologisches Taping oder Faszientraining. Damit hebt sich ein Personal Trainer von der breiten Masse ab und ein Kunde kommt vielleicht eher zu ihm, da er noch weitere Leistungen anbietet und er alles aus einer Hand bekommt. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt so einen guten Einblick geben, wie der Arbeitsalltag eines Personal Trainers aussehen kann und was auf dich zukommt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Bei Fragen schreib uns gerne in den Kommentaren und abonniere unseren Kanal. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt ASG erklärt's.